Ja, und damit, hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Binary Boy. Das ist ein kleines Indie-Game, was ich ausgegraben habe von Game Jolt. Ich packe euch das auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, denn ich glaube, es ist sehr spielenswert. Wir spielen dieses kleine Männchen und es gibt einen Kniff, wir können die Ebene wechseln. Das heißt, wir können nach oben und unten klappen. Das wird uns hier auch schön beschrieben. Zack. Zu steuern ist es nur mit den Pfeiltasten. Oh oh. Wow. Kumpel, Vorsicht. Und es ist verdammt laut, muss ich gerade mal anmerken. Ist das eine Kerze oder was? Und da tropft Wachs runter. Wow. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Kniff, dieses Rätsel hier, dass man diesen Viechern ausweicht, die da unten rumlaufen. Beziehungsweise auch oben, je nach Perspektive. Aber ich finde es sehr nett gemacht und die Musik ist ganz schön knuffig, muss ich sagen. Ja. Hau ab. Geht auch nicht besonders lange, muss man sagen. Leider, leider. Oh, ich kann mich nur hier ducken, so ganz komisch. Naja, versuchen wir es mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst gibt es keine Tasten, die ich drücken kann, also... Ich habe es zumindest nicht festgestellt. Ist das ein Daumen? Ja, das ist ein Daumen. Da. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die machen mich bestimmt kaputt, wenn sie mich treffen. Alter Schweden. Die sind aber ganz schön flink. Böse Daumen, böse Daumen. Böse Balance. Vor allem. Und das im Hintergrund ist der Todesstern, so wie es ausschaut. Au. Ja, Timing ist hier alles und einige wissen vielleicht, nee, das ist nicht so mein Ding, aber ich sag mal so, es ist auch nicht besonders leicht, was das angeht. Oh Gott. Ja, weil die Steuerung ist auch ein bisschen, wenn ich loslasse, seht ihr, jetzt lasse ich los und es zieht noch so ein bisschen nach, das Laufen. Oh oh. Ich sag ja, Todesstern. Na. Okay, der schießt sein eigenes Raumschiff ab, oder was auch immer das sein soll. Du bist ja lustig, Kerle. Ich glaube, das ist so eine richtige Lern's auswendig. Das ist ja gemein. Stelle hier. Das ist gemein Lern's auswendig Stelle. Genau das wollte ich sagen. Richtig. Boah, wie fies. Guck mal. Der Kleine hier. Nein, nicht schießen. Das ist unfair. Ich kann nämlich nicht schießen, ich kann nur das, was du auch kannst. Also einfach die Ebene wechseln. Sag mal. Jetzt schieß, genau. Mach's kaputt. Oh. Ist der doof, der hat sich selber erledigt. Hihihi. Hihihi. Naja, wir gehen mal weiter. So. Oh. Ist das denn eine Flasche? Ach, sieh mal, ich kann... Unter Wasser, wie knuffig ist das denn? Oh Gott, was mit dem hier? Ach so, sieben. Ah, ich kann hier mit den Wellen hier weg. Was? Wenn es diese Wellen schlägt auf der Plattform, dann kann ich ihn damit. Boah, das ist ja gemein. Ach so. Leute, ich hab's verbuggt. Ich hab das Spiel verbuggt, aber schon geht's wieder. Na supi. Oh, ach so. Na gut, ja, ich bin doof. Okay, machen wir nochmal. Jetzt. Ah, schnell. Oh. Wie bitte? Was zur Hölle? Da oben ist so eine blöde Kerze und die lässt die ganze Zeit Wachs runterregnen. Das ist ja gemein. Heißes Wachs. Du bist voll mies, weißt du das da oben? So richtig mies. Ah. Nein, das meine ich. Man läuft immer noch so ein Stückchen weiter und das wird einem hier bei dem heißen Wachs echt zum Verhängnis. Kannst du mal damit aufhören da oben? Ich finde das nicht gut. Ich stehe nicht auf diesen heißen Wachsfetisch. Oh. Knapp, knapp, knapp. Ah, nein. Nein, nein, nein. Aber ja, wie gesagt, die Checkpoints sind sehr fair, also man kann ja nicht viel falsch machen. Oh, seh mal, ein toter Seemann mit Kiste. Oh, doch nicht so tot. Was ist da los? Nächster Boss oder wie? Oh. Na gut, ist jetzt nicht besonders schwer, aber... Ich glaube, ich muss die irgendwie zurückwerfen, kann das ist? Nee? Ach, gegen das Schiff? Ah, Leute, ich verstehe. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie soll ich die denn auf das Schiff genau buxieren? Ich glaube, das war eben nur Zufall. Seht's euch halt an. Da, guck. Ach, jetzt. Moment. Geht wohl immer nur eine. Eine besondere. Oder die letzte in dem Fall. Nein, nein, nein. Das wird ja immer schlimmer hier.
Aber schön fordernd, wie ich finde. Oh, komm, die bleibt jetzt. Ja, die letzte ist irgendwie dann immer im Wasser treibend, warum auch immer. Das ist aber richtig lustig. Also mir gefällt's sehr gut. Ein Spiel braucht keine gute Grafik, um Spaß zu machen, finde ich. Ah ja, jetzt habe ich's geschafft. Juhu. Was? Was? Da sterbe ich. Warum denn? Ach so, ich darf die Dinger nicht... Weißt du, warum? Ach, jetzt. Das ist ja geil. Hat was von Mario, aber gleichzeitig auch seinen ganz eigenen Stil jetzt wieder. Das ist ja cool. Da, schnell, 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 nein, 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 haha. Aber warum sterbe ich da bitte? Das ist doch nur eine ganz normale Fläche. So kann ich zumindest ranlaufen. Ich darf wahrscheinlich nicht von diesem komischen Steg fallen. Ah, warum bleibe ich auch nicht unten, sag mal? Warum bleibe ich nicht unten, Kerle? So, jetzt. Schnell, 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 schnell. Oh. Und schnell, schnell, schnell. Runter, 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 bevor es wieder... Ja, das klappt doch. Das klappt doch. Wunderbar. Das ist echt super. Und die Musik, das ist ein Genuss, sage ich euch. Ein richtiger Genuss. So. Aber spielt's doch ruhig mal selbst. Dafür sind die Dinger ja da. Dass ich sie vorstelle, ihr sie selber mal anzockt. Wenn es euch Freude bereitet, was ihr hier seht, dann wird es euch bestimmt auch genauso viel Freude machen, wenn ihr es spielt. So. Fische, Fische, Fische. Nein! Wäre ich lieber stehen geblieben. Na, schon wieder. Na, na, ah, ah, i, ah, hu, ah, i. So. Der trifft mich jetzt bestimmt. Nein, geh weg. Ah, ich bin so blöd. Warum bin ich denn nicht oben geblieben und ein Stück nach rechts? Komm schon. Ich muss es bei der Sequenz schaffen, wenn es runtergeht. Oh, Mann. Die Stelle ist echt doof. Die ist richtig doof, du. Oh, das ist aber auch richtig bescheuert einzuschätzen, wann das Teil nach oben geht und wie man sich dann dementsprechend... Ja, ihr seht's. Die Fische bewegen sich ja weiterhin in ihrem Muster und werden gar nicht durch das Wasser beeinflusst. Ich aber schon. Meine Plattform. Geh weg. Ja, ist ein bisschen wie Kaizo, ne? Gerade. Man macht immer dieselben Fehler, aber lernt nicht draus. Und hier gibt's keine Safe States, von daher... Komm, dieses Mal. Jetzt. Yes, yes. Ja, oh, guck mal, die Dinger aus Super Metroid. Oder Metroid allgemein. Oh, bleib oben, bleib oben. Ja, 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 ja. Ach, das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Außer das Vieh erwischt mich jetzt. Okay. Nee, 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 nee. Ja, wie gesagt, so 20, 25 Minuten soll es wohl gehen, habe ich gehört. Aber das ist ja vollkommen okay. Ah, ah, ein Squid. Was? Oh Gott. Das hat jetzt was von Super Meat Boy, wenn man vor diesem Fleischklumpen flieht. Vor dem roten da. Dem roten Jungen, wenn das Blut nach oben steigt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Die Musik? So richtig schön schrammiges 8-Bit, das ist richtig gut. Nein. Oh, guck mal, wie gemein. Der sinkt sofort wieder so weit nach unten. Das ist ja fies. Das ist ja fies, Kerle. Na. Ja, ja. Ich verstehe schon. Ich muss wahrscheinlich wieder ganz außen rum. Und dann nur schnell rüber wechseln. Ja, ja, nein. Warum? Warum bleibe ich denn auch hängen? Das Vieh ist aber irgendwie auch total nicht beängstigend, oder? Hahaha, ah, ah. Nein, geht ja gar nicht. Nein, diese Fische schon wieder. Ah, nee, 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 die Fische. Fische, Fische. Weg mit euch. Ah, ah, ah. Oh, seh mal, ich war richtig. Boah, das ist jetzt doof. Na gut, erwartet. Immerhin, in der Hinsicht ist es dann doch noch fair. Ihr wartet jetzt auch bitte. Dankeschön. Hab's geschafft. Juhu! Was ein Endgegner. Der wäre jetzt gar nicht so schlimm. Ja, es, man sagt ja immer Endgegner, aber es sind nur Zwischenbosse. Irgendwie. Oh, ich steig immer noch weiter nach oben. Irgendwie sieht er gar nicht aus wie ein Binary Boy, sondern eher wie der Binary Glöckner von Notre Dame oder sowas. Ich finde das Detail so knuffig, dass er sich hier eine Taucherbrille aufzieht mit Schnorchel und dann da die Blasen macht. Echt gut.
Ja, und du? Na, vielleicht sollte ich einfach mal rechts weitergehen. Das wäre vielleicht eine Idee. Oder? Yes. Oh. Shit. Was ist da los? Ich spiele mal Line Runner oder was? Ah. Ja, man sieht halt nichts. Wahrscheinlich. Oh, jetzt geht schon meine Stimme flöten. Wahrscheinlich ist es egal, wo die sich befinden in der Ebene. Vorne oder hinten, man wird überall getroffen, oder? Ja. Ja. Alter Schwede, wie soll ich denn da durchkommen? Da muss ich jetzt direkt loslaufen. Na. Und da drüben steht so ein komischer Schotte. Zumindest macht es so den Eindruck, als wäre es ein Schotte. Sag mal, wie soll ich das denn schaffen? Soll ich das denn schaffen? Vielleicht so? Und dann nach oben switchen? Ja, so geht's doch. Hui! Was zur Hölle? Oh, das geht mir voll auf die Augen gerade. Alter Schwede! Bist du denn für ein kranker Onkel, du? Oh. Was ist das denn für ein krankes Ding hier? Das ist mies. Wow, 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 wow. Nein, da treffen die mich wieder. Cheat, wie soll ich das machen? So. Und. Ah, zu früh gewechselt wahrscheinlich. Aber ich glaube, so geht's. So könnte es gehen. Na, das war zu früh. Ja, da haben wir wieder das Problem mit dem, dass er weiterläuft, wenn man stehen bleibt. Nein. Nein, 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 nein. Mann, Mann, Mann. Nein! Ach, shitty, warum? Ich glaube, die zwei Planeten, die sollte ich besser im Auge behalten, die kleinen. So, jetzt. Nein! Das meine ich. Das ist total doof mit dem Weitergehen. Hier, komm, bleib stehen. So. Haha. Und jetzt hau ich wieder. Verhau ich's wieder. Was ist das für ein Vieh? Das macht mir Angst. Die ganze Zeit da rumflattert. Meine Güte. Oh nein! Da muss ich, glaube ich, zurücklaufen. Alter Schwaden, wer denkt sich sowas hier aus? Ja. Fantastisch. Beinahe hätte es geklappt. Aber so ist das Leben, ne? Entweder klappt's beim ersten Mal oder gar nicht. Na komm. Jetzt. Ah, nein! Da muss man genau in der Mitte stehen bleiben. Das ist so doof abzuschätzen, weil hier alles in Bewegung ist. Ah, komm. So. No, no! Das war doch gar nicht berührt. Erzähl mir nichts, dass die Hitbox so groß ist von dem schönen Planeten. Von dem schönen Planeten. Jawoll! Yes! Oh, wenn die mir jetzt gefolgt wären. Was? Was ist da los? Jetzt kommen ja noch Blitze raus. Sage. Ah, ich laufe jetzt einfach durch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Können die mich überhaupt verletzen? Auch nicht schon wieder du. Das ist ein anderer Fuzzi. Oh. Was? Was machst du da? Kick dich weg. Hau ab. Alter Schwede. Was macht der? Mir wird ganz schlecht. Das Ende. Neuer Highscore. Das Type Initials. Was nicht NRU. Warte mal, mach mal so. Ruhe. Warum? Egal. Ja, haben wir halt nur Ruhe. Wie bitte, was? 789 und Nobody hat 999. Super. Ich komme mir sehr gut vor. Oh, das war's schon. Das war's schon. Schade, Leute. Data Fidelity Presents. Binary Boy. Cool. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein wenig beim Zuschauen. Spielt's doch selber mal an. Und ansonsten haut's rein, ich bin der Bru und tschö tschö.